Jo Leute, wir sind back on Tour. Ich habe mir ein fettes Eis gegönnt, ein Wasser getrunken und einen Kaffee. Jetzt geht's einigermaßen. Warm ist es immer noch. Nicht nur ich leide unter Temperaturen, auch mein Handy leidet, weil das Navi komplett durchdreht, hängt immer hart, mein Handy wird heiß. Die GoPro wird auch heiß. Oh, hier haben wir wieder die, hier haben wir die, Also ich hab das leider, ich bin ja, das ist ein... Rothaus Brauerei. Ich bin bisher an allen drei Tagen, wo ich unterwegs war, immer hier vorbeigekommen an der Brauerei. Und was sagt uns das? Dass jeder Weg zum Bier führt. Bier! Ich nehm 10! Genau da sagt uns das. Alle Wege führen zum Bier, nicht nach Rom, hierhin. Ja, und jetzt habe ich mir einfach mal so ein Start-Ziel-Ding gemacht hier. Und ja, da war so ein geiler Pass eingezeichnet. Ich fahre zu diesem Pass und melde mich dann nochmal, wenn ich, oha, hier vor Ort bin. Was geht hier ab hier? Brauerei, Junge? Geile Kurven. Ja, grüß doch nicht. Hoppala. Ja, bis gleich. Und hier sind wir auch am schönen Schluchsee. Schönen Schluchsee. Ja, tut Kennzeichen, tut das nur, dass ihr so rumeiern musst. Obwohl, wir müssen hier auch ein bisschen aufpassen, Alter. Wir haben jetzt Samstag, gestern waren hier schon zwei Kontrollen, die ich gesehen habe. Die waren aber zum Glück schon voll. Ich kann jetzt hier nicht so Gas geben. Ich muss echt ein bisschen aufpassen. Da sind die Jungs nämlich hinterher. Hier. Ne? Schauen wir doch mal, wo wir jetzt hier gleich rauskommen. Ich bin jetzt, glaube ich, auf dem Weg zu einem Pass. Wo ich eigentlich hin wollte, hat nicht geklappt. Weil so viele Straßensperren hier sind, Alter. Und mein Navi einfach nicht mitkommt. Ich weiß nicht, was mit Google Maps los ist. Oder mein Handy einfach nur tot ist, aber hier ist ja auch ganz schön irgendwie. Ist doch schön hier, oder? Guck mal. Können wir mal ein Bild machen auf dem Rückweg? Das ist schon krass. Oh, Traktor. Das ist halt immer hier die Schwierigkeit, ne? Hast du echt schöne Straßen, aber das kann so schnell in die Hose gehen, wenn man sich hier, also wie ich jetzt auch komplett neu ist, ich kenne mich hier gar nicht aus. Digga, das ist schon gefährlich, wenn man dann am Kabel ziehen will. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oha, der hat geblinkt. Das hätte auch richtig böse enden können. Das habe ich gar nicht gesehen. Ei. Das hätte auf jeden Fall mir mein Leben gekostet. Das hätte mir sowas von meinem Leben gekostet. Macht sowas nicht. Ey, macht sowas auf jeden Fall nicht nach. Aber das war richtig dumm. Richtig dumm. Immer mit Köpfchen fahren und gucken, was der Vordermann macht. Ei. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen ganz geilen Pass, glaube ich, den wir da immer fahren können. Ah, den fahren wir runter. Ei. Aber den fahre ich auch nochmal hoch. Jo, Alter, lass dich nicht runtergucken. Was geht, Junge? Hier ist einfach 70. Gebt euch da 70. Ich fahre 50. Junge. So, wir fahren den Bums jetzt wieder hoch. Den Einheimischen hinterher. Aber ich glaube, das wird nichts. Weil die sind einfach viel zu quasi sind schon weg. Nee, ich übertreib's hier auch nicht. Ich muss mich hier echt konzentrieren. Ich war noch nie hier irgendwie in der Gegend. Und ja, da musst du schon hier regelmäßig fahren, dass du das schon so drauf hast. Und genau weißt, okay, da ist die Kurve da. Ey, die sind einfach weg. Ah, da ist hier rechts, Junge, direkt. Angreifen, rechts. Links. Aber hier war es steil. Hier müssen wir aufpassen.
weiß doch auch mal nicht, was ist mit den Rechtskurven so passiert. Oh, Radfahrer und ein Auto. So wie hier zum Beispiel. Alter, ist das schlecht! Sieht auch schärfer aus ein bisschen irgendwie. Nee, doch nicht. Ach ja. So, wenn wir das abgearbeitet haben hier heute, dann können wir nochmal Menschenschwand fahren, wie es heißt. Vielleicht können wir da noch das eine oder andere schicke Foto versuchen zu machen. Ich kenn's halt hier gar nicht. Das ist schwer. Ach. So eine geile Kurve innerorts, Alter, gebt euch das mal. Hier kennt man so geil Schleifen. Aber innerorts, das muss man ja auch nicht machen. Wo geht's hier lang? Rechts, rechts, ja, rechts, rechts, ja, rechts. Wow! Wir haben jetzt den Pass hinter uns gelassen. Einmal noch halten wir da unten an, wo diese geile Aussichtsplattform war, sag ich mal. Machen wir ein paar Bilderchen, damit die Kamera nicht umsonst im Rucksack ist. Und dann geht's los. So, Freunde, Karre ist getankt, Fotos sind gemacht. Proteinriegel haben wir uns auch noch reingeschoben und eine Flasche Wasser. Jetzt geht's in die Showkurve, gucken, ob da noch was los ist. Und wenn nicht, dann fahren wir Hemel. Das soll auch für heute reichen. Ja, war auch anstrengend genug die Tage. Morgen noch ein bisschen und dann geht's auch schon ab nach Hause.